Hier tropft es nämlich schon. Also es scheint hier wirklich komplett überall drin zu sein. Guck mal, guck mal. Oh, alter Schwede. So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Wie ihr sehen könnt, Fünferbaby hier am Start. Und wenn wir jetzt hier hingehen und gucken uns mal die Tür ganz genau an. Also, ich hoffe, es kommt bei der Kamera rüber. Ihr könnt das hören. Also ich glaube, ich habe hier so ein bisschen Wasser drin. Man sieht es hier links unten auch. Da tropft es so ein bisschen jetzt, wo ich hier schüttel. Da scheinen wohl die Abflüsse verstopft sein. Die Frage ist, wo kommt das Wasser her? Ich habe Vermutung, dass es hier irgendwie durch die Fensterdichtung vielleicht reingekommen ist. Also die Frage ist, das ist ja nicht wenig. Das ist ja sau viel. Und ich habe gegoogelt, beim E60 gibt es das Problem, wenn die Türfolie, die hier hinter der Türpappe sitzt, beschädigt ist, dass das Wasser irgendwie in den Fußraum eintritt. Das ist bei mir nicht der Fall. Da gucken wir gleich nochmal ganz genau, das ist alles trocken. Ich habe sie wirklich rein in der Tür. Und wisst ihr, das ist auch so krass, wenn ich bremse und während der Fahrt fahre und dann bremse. Habe ich das gehört und ich dachte so, ja, was habe ich denn wieder? Flaschenweise Autopflege im Kofferraum liegen oder was? Wie kann das denn sein? Das schwappt bis hier. So hört sich das an. Wir nehmen sie auseinander, mal gucken. Also beim E60 wohl ein bekanntes Problem, dass es dann hier irgendwie reinkommt. Aber das ist bei mir nicht der Fall. Wie gesagt, da unten, die scheinen dicht zu sein, die Abläufe. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, was da los ist. Nehmen wir erstmal Verkleidung ab. Müssen wir erstmal Licht ins Dunkle bringen, würde ich sagen. Verkleidung abmontieren. Da sehen wir einmal, hier ist so ein Nippelchen drauf. Da würde ich vermuten, ist eine Schraube drunter. Mal gucken, ob wir den hier abbekommen. Das Ding sitzt wirklich so fest, ich musste mit dem Schraubendreher dran. Hier, guck mal, der klemmt richtig fest, deswegen habe ich jetzt eine unschöne Stelle. Okay, dahinter scheint ein Kreuz zu sein, Kreuzschraube ist das. Die müssen wir auf jeden Fall rausholen. Und dann mal weiter gucken. Hier oben haben wir noch eine zweite Schraube, die nehme ich auch noch raus. Die war genauso hinter so einem Pfropfen. Ja, und jetzt gehen wir mal hier mit dem Teil hier unten drunter und jetzt guckt mal, ich habe nämlich gerade schon mal geguckt, hier tropft es nämlich schon, also es scheint hier wirklich komplett überall drin zu sein, guck mal, guck mal. Ach du Scheiße. Ja, da geht's schon los. Also versuchen wir das Ding zu lösen, irgendwo müssen wir hier, genau da, die Teile sind, Alter! What? Die Wege eines BMWs sind gründlich. Wie lange denn jetzt noch? Ein bisschen mehr Türverkleidung weg, dann kommt auch ein bisschen mehr Wasser raus. Also es kommt definitiv aus der Tür, das kann man ganz gut sehen. Wenn ich das Ding hier mal komplett abbekomme, kann ich euch das auch zeigen. Mal schauen, ob ihr das da sehen könnt, da sind nämlich die Strahlen. Zack. Da pieselt es komplett aus der Tür raus. Das ist ja nicht mehr normal, ey. Alter Schwede. Zieht euch den mal rein. So einen starken Pissstrahl hast du ja noch nicht mal. So, wenn man fertig ist, abschütteln nicht vergessen. Das ist wichtig. Ja, unten drin ist aber auf jeden Fall noch Wasser. Üblicherweise ist bei BMW so, man muss ja hier so ein bisschen hoch damit. Und dann kann man den so ein bisschen raushebeln. Genau, jetzt aufpassen, nicht wegziehen. Denn wir haben hier natürlich Türöffner und auch die Bedienung für den Fensterheber dran. So, und dann legen wir die erstmal zur Seite. Der müsste eigentlich hier eingehakt sein. Genau, okay. Dann haben wir die Türverkleidung erstmal weg. Jetzt schauen wir uns die Türverkleidung mal an. Also da ist nichts, die ist komplett trocken. Der hat halt nur gerade hier so gegengepieselt. Okay, da müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen abtrocknen. Aber ansonsten... Die ist auch hier alles trocken und wir sehen uns jetzt als nächstes mal die Türfolie an. Also die Folie sieht eigentlich ganz gut aus. Die ist, ja, da tropft er. Die ist ganz, ne, keine Risse oder ähnliches. Hier oben ist sie nicht mehr dran, sehe ich an einer Stelle. Aber nur an dieser und hier ist aber auch alles, wirklich Staub, ne, was denn das Wort ist, trocken. Na, hier ist auch schon wieder dran gedrückt. Weil normalerweise ist das, dass ein Riss drin ist oder dass die hier sehr locker hängt, dass dadurch das Wasser reinkommt. Das scheint hier nicht der Fall zu sein.
Ja, wo kommt das denn dann her? Dann kann es ja nur durch die Dichtung reingekommen sein. Also hier oben Fensterdichtung, oder? Ihr seht ja, wenn ich hier drauf drücke, also Druck rein ausübe, dass hier noch tropft. Das heißt, wir haben nämlich hier noch einen Wasserstand drin, den kann man sogar richtig gut sehen. Und dementsprechend müssen wir die Folie zwangsläufig hier lösen, um unten dran zu kommen und zu gucken, das Ganze trocken zu legen erstmal. Also bevor ich jetzt an die Folie rangehe, gehe ich mal hin und gucke, ob ich diesen Pfropfen hier entfernen kann. Türverkleidung hätten wir vielleicht gar nicht machen müssen. Den Pfropfen hier will ich mal lösen. Mal schauen, ob ich den hiermit losmachen kann. Oh ja. Oh, passt auf. Jetzt wird bestimmt nochmal eine ordentliche... Oh! Alter Schwede! Alter Schwede, was da rauskommt. Also wenig ist das nicht. Das ist natürlich richtig bescheiden im Sinne von Rost. Das muss jetzt definitiv richtig trocken gelegt werden. Also irgendwo wird ein Abfluss mega verstopft sein. Also im nächsten Schritt, jetzt gehe ich hin und entferne mal hier die Folie. Messer, schneidet nicht in die Folie rein, sonst könnt ihr sie neu kaufen. Die Folie, hier mit dieser Bärenscheiße auch genannt, mit diesem Dichtmittel, kann man auf jeden Fall nochmal wieder verwenden. Man muss nur höllisch aufpassen, dass es richtig dicht ist, sonst hast du hier nämlich die nächste Stelle. Okay, ich habe jetzt bis hier unten das Ganze abgetrennt. Aufpassen auf jeden Fall, da ist ein kleiner Riss in der. Und hier habe ich eine minimale Stelle, nicht sauber geschnitten, aber gut, so geht es. Und wenn wir jetzt reingucken, ihr seht das ja schon, hier ist ja schon Feuchtigkeit dran. Und da unten, Leute, da ist eine Suppe drin. Ja, so sieht das Ganze nämlich aus. Man sieht dann natürlich auch die Hohlraumversiegelung, die hängt da drin. Und meine Vermutung ist halt auch, dass die Hohlraumversiegelung irgendwie da eine Dichtung, nee, nicht eine Dichtung, sondern was abgedichtet hat und dass deswegen nichts mehr ablaufen konnte, weil es auch nur an einer Tür ist und nicht an allen oder sogar hinten irgendwie noch, nur an dieser hinten rechts. Okay, da ist auf jeden Fall was rausgekommen. Gucken wir mal. Oh ja, oh ja. Alter Schwede, da war das noch drin. Also Leute, auch hier wieder so ein Nasssauger kann dir wirklich den Allerwertesten retten. Idee für den nächsten Schritt, um das Ding freizublasen, habe ich hier einen Newton Implotex Flüsterkompressor geholt. Würde jetzt hier mit der ganz langen Düse mal reingehen und ein bisschen pusten. Mal gucken, ob wir da irgendwie eine Verstopfung haben. Und die Stelle, da ist sie nämlich in der Türecke freikriegen. Also versuchen wir das Ganze. Und ich halte jetzt mal hier so eine Duschhaube oder was weiß ich, irgend so ein Tuch mal so ein bisschen da drunter, dass das hier nicht durch die ganze Bude fliegt, wenn ich das da fixiert bekomme. So, habe ich mir das gedacht. Mal gucken, ob das hält. Das ist relativ frei oder auch nicht. Guck mal, wenn ich hier... Bah, fliegt sogar auf mich. Da. Aber jetzt haben wir es frei. Aha. Das Problem, was natürlich jetzt sein kann und passieren wird, ihr seht ja, da unten haben wir auf jeden Fall von dem Mike Sanders hier Fett noch ein bisschen was drin. Das Problem, was jetzt passieren kann, das Zeug lebt ja, sag ich mal in Anführungsstrichen. Das heißt, jetzt im Sommer, wenn es wieder wärmer wird, wird sich das wieder verflüssigen und wieder ein bisschen verteilen. Sollte das dann zu sehr nach da unten in die Ecke reinlaufen, dann habe ich natürlich direkt wieder das Problem, dass das zusetzen kann. Das muss ja nicht passieren, aber es kann. Deswegen, ich gucke jetzt mal, ob ich ein bisschen raushole. Vielleicht ist da auch ein bisschen zu viel drin. Der Frank hat da einfach ein bisschen zu viel des Guten reingeballert. Ich weiß es nicht, Leute. Aber das ein bisschen versuche ich jetzt mal vorzubeugen, sage ich mal. Nur an die Stellen da hinten auch richtig drankommen, schwierig. Aber ist sehr kurios. Ich würde ja sagen, okay, die rechte Seite hier hat viel Sonneneinstrahlung bekommen und dann zack, hat sich das da verfestigt. Warum ist es bei der vorderen Tür nicht der Fall? Ne? Also von daher, ich würde jetzt hier ein bisschen die Überschüsse rausnehmen. Dann würde ich das beobachten. Das ist natürlich wichtig, dass der Abfluss hier offen bleibt, dass er sich nicht verstopft oder ähnliches.
Und dann sollte das auch durch sein, hoffe ich mal. Na Leute, damit bin ich jetzt soweit durch und dementsprechend würde ich das Ding jetzt wieder verschließen. Da ich natürlich jetzt nicht vorbereitet bin und nichts zum Kleben hier habe, werde ich das so machen müssen. Ich habe zwar hier noch altes von dem Zeug, das kann ich natürlich auch noch drunter setzen. Muss ich mal gucken, ob das noch klebt, das ist schon ein paar Jahre alt. Aber in der Regel, ja, das packt sogar noch richtig ordentlich. Dann würde ich das an der einen oder anderen notwendigen Stelle noch da zusätzlich dran machen. Ansonsten habe ich ja wirklich sehr, sehr sauber das Ganze abgenommen. Er geht hier für den Fall, dass ihr das Problem auch habt und habt auch ein Aquarium in eurer Karre, in eurer Tür, dann geht auf jeden Fall hin und tauscht es aus. Es dichtet aber, es sieht ganz gut aus, wie es jetzt hier packt. Ansonsten werdet ihr demnächst ein Video sehen, wo ich die Dichtung hier austausche. Vielleicht wird es so sein, ihr werdet es jetzt in den Kommentaren schreiben, ach, hätte es nicht machen sollen. Mal gucken. Also hier, feste. Mal gucken, ob ich den Innenraum dann nasse. Oh nee, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, ey. Wenn das nächste Projekt wird, Leute. Oh Mann, altes Auto, immer wieder neue schöne Probleme. Es bleibt spannend, wie man so schön sagt, ne? So, ich befestige die auf jeden Fall richtig gut. Dann machen wir die Verkleidung dran und dann habe ich vielleicht mal Ruhe. Mal gucken. Also nochmal wichtig ist hier, dass ihr hier guckt. Hier steht es ja so ein bisschen ab, aber dahinter sieht man ja, das ist dicht. Das ist dicht, weil das Zeug hier noch ordentlich pappt. Also von daher mache ich mir gerade nicht so viel Sorgen. Okay. Ja, Pfropfen unten wieder rein. Zack. Da kann man natürlich jetzt in der nächsten Zeit auch mal zur Sicherheit hingehen, also vielmehr ich, den ab und zu mal abnehmen und mal kontrollieren, ob wirklich noch was rauskommt. Aber wir haben auch gesehen, nicht alles kommt klemmklett raus, wenn es dann hinten in der Ecke sitzt, wenn der da hinten zu ist. Also den auf jeden Fall auch regelmäßig kontrollieren. Das ist sowieso, egal was für ein Fahrzeug man fährt, immer wieder mal die Abflüsse kontrollieren. Vielleicht sind die auch durch Blätter oder ähnliches bei meinem E85, bei meinem Z4 damals immer wieder ein Problem verstopft. Dann kann sowas natürlich direkt drin stehen und dann fängt er dort rosten an, Leute. Ja, Türverkleidung. Erst wieder den hier an den Haken. Hat der eine Richtung? No, sieht nicht danach aus. So, wird hier unten auf jeden Fall eingehakt. Dann natürlich hier Schalter dran. Okay, und dann hier von oben schräg rein. Von der nun wichtige Hinweis. Die kleine Leiste hier oben, die hatte sich gerade bei mir gelöst. Wir müssen nämlich hingehen und das quasi frontal hier gegen diese Fixierungspunkte drücken und nicht, wie ich dachte, hier irgendwie schräg einfädeln. Das ist bei dem Fahrzeug anders. Also, Vorgehensweise. Den kleinen Knopf hier nicht vergessen. Dementsprechend, den fädeln wir als erstes hier in das Loch ein. Na komm. So. Also hier rein. Na, ist ein bisschen frickelig. So. Und dann kann man hier das Ganze hier ein bisschen anklopfen. Ein bisschen runterziehen, damit es fixiert ist. Und dann aufpassen, dass die anderen Dinge auch in die Löcher gehen. Ja, Freunde, das war soweit hier zu der Tür. Das ist wieder in Ordnung. Jetzt würde ich natürlich präventiv euch allen auch empfehlen, mal die Dichtung, ich sage mal Dichtung, die Löcher bei den anderen Türen zu kontrollieren, die Abflüsse, die Abläufe. Also dafür natürlich erstmal ganz genau inspizieren, die Tür angucken, wo sind denn solche? Und hier sehen wir so eins. Ja, also das sieht relativ frei aus. Da passiert nichts, da scheint nichts zu stopfen oder ähnliches. Das ist okay. Gegebenenfalls auch einmal hingehen, einfach hier den Pfropfen entfernen, mal gucken, ob irgendwas passiert, aber hier ist echt nichts. Also es war diese eine Betroffene, da haben wir den anderen. Ich wusste doch, dass die große hier, oh, sitzt sie ja fest, zwei hat. So, nee. Komplett knochentrocken. Also auch mal reinfassen, einfach mal ein bisschen vorausschauend überprüfen. Ja, Freunde, gebrauchtes Auto, immer irgendwas los. Dementsprechend gutes Werkzeug, Proxon und hier mein Kunststoffwerkzeug-Tool habe ich benutzt. Verlinke ich euch auch unterhalb. Schreibt mal rein, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr noch den einen oder anderen Gedanken, überhaupt irgendwie einen Tipp oder sonst was. Haut rein, danke fürs Zuschauen.
Daumen hoch fürs Video. Wenn ihr neu seid, gerne ein Abo da lassen. So, dementsprechend jetzt hier. Ding, ding. Oh. Nein! Was machst du? Was machst du? Boah, Alter. Das ist pur. Das ist so ziemlich pur, inklusive dem Dingeln dann.